Das, was ein Roboter an einem Tag erreicht, also ein Rover, das kann ein Mensch in einer Minute auf dem Mars erreichen. Wenn dann ein Mars-Rover irgendwie eine Unstimmigkeit hat in irgendwelchen Sensordaten, dann stoppt er erstmal komplett und dann schickt er seine Sensordaten irgendwie runter zur Erde und dann schauen die Wissenschaftler sich das erstmal alles an, wägen alles ab, simulieren alles drei, viermal, weiß nicht wie oft. Und dann liegt es vielleicht daran, dass da ein Stein am linken Rad ist und er einfach ein bisschen hätte ausweichen müssen. Gegründet wurde Mars von Bas Lemsdorf und Arno Wilder mit dem Ziel, Menschen One Way zum Mars zu schicken. Das fing an 2012 etwa an. 2013 gab es eine Bewerbungsrunde. Wir sind aktuell 2016 in der dritten Bewerbungsrunde drin. Und geplant ist 2020 einen ersten Lander auf den Mars zu schicken, 22 einen Rover und 24 die ganze Fracht hochzuschicken. Und der Rover, der tut das dann ein bisschen vorkonfigurieren. Und wenn das alles läuft, also die Energieversorgung quasi, man weiß, dass das funktioniert, die Atmosphäre innen drin gebildet wird und dann wird erst die erste Crew zum Mars geschickt. Das wäre nach aktueller Planung 2026. Also ein Rückflug ist ziemlich komplex und auch sehr teuer. Also man sagt, ich glaube, ich habe mal gehört, ohne Rückflug würde das Ganze ein Zehntel kosten. Und wenn man bedenkt, eine Rakete, die zum Mars fliegt oder einfach nur in den Erdorbit fliegt, da ist ja wirklich nur die oberste Spitze, die Nutzlast, die wirklich ins All kommt. Und der Rest wird einfach dazu benötigt, um die Gravitation zu überwinden und zum Mars zu fliegen. Und wenn man dasselbe quasi nochmal auf dem Mars haben muss, dann kann man sich vorstellen, dass man, wenn man jetzt eine voll betankte Rakete zum Mars schickt, dann bräuchte ich rate jetzt einfach mal 100 Raketen, um das Teil überhaupt hochzuschicken, müsste das im All zusammenbasteln. Da wird man die Rakete natürlich nicht betanken, sondern versuchen auf dem Mars dann den Treibstoff zu erzeugen. Man hat ja Wasser, also man kann dann Wasser trennen in Sauerstoff und Wasserstoff, um den als Raketentreibstoff dann irgendwie nutzbar zu machen. Aber das sind alles schwierige Fragen, die dann die Menschen auf dem Mars dann bewältigen müssen alleine. Weil das muss dann, denke ich mal, alles hochautomatisiert ablaufen, weil man hat einfach nicht den Ground Control, die alles durchgeht und checkt, läuft alles richtig. Ich kenne die Crewgröße von der NASA jetzt nicht, die Menschen zum Mars schicken möchten, aber die wollen ja einen Rückflug durchsetzen. Und das stelle ich mir sehr schwierig vor. Da kann einfach was schief gehen und dann sind die da auch für immer. Oder für eine längere Zeit als geplant. Und deswegen ist ein Rückflug in der ganzen Mission also nicht vorgesehen. Es ist einfach der Aspekt, dass eine Siedlung aufgebaut werden soll und die Bestand haben soll. Der Mars, der ist ja lebensfeindlich und deswegen befinden wir uns überwiegend in Räumlichkeiten, die uns davor schützen, die eine Atmosphäre haben, weil Mars so gut wie keine Atmosphäre besitzt. Und da züchten wir dann unsere Pflanzen, wovon wir uns halt ernähren und auch Insekten, die uns dann auch Proteine geben werden. Und da ist es wichtig, dass das läuft. Und wenn das halt nicht läuft, Probleme auftauchen, dann sind wir gefragt, kreativ zu sein und mit den Ressourcen, die wir halt auf dem Mars haben, das zu lösen. Ich denke mal, es wird sehr skurrile Momente geben, weil man genau denkt, okay, man wird trainiert werden daraufhin, dass man halt mit dieser ganzen Technik zusammenarbeitet. Aber auf der anderen Seite gibt es dann Probleme, wo man denkt, wenn ich jetzt mal eben kurz in den Baumarkt fahren könnte und mir da irgendwas holen könnte, einen Schlüssel oder sowas, dann könnte ich das auf der Erde vielleicht einer Stunde erledigen und auf dem Mars. Da muss ich dann erstmal schauen, dass ich das Werkzeug, was ich brauche, selber designe, mit einem 3D-Drucker irgendwie herstelle. Und also man ist dann schon sehr auf Kreativität auch angewiesen. Ist natürlich ziemlich krass, sich dann, wenn man sich in diesem Moment befindet, wegzufliegen und dann zu wissen, dass man nicht mehr nie wieder auf der Erde sein wird.
Ich denke mal, das wird ein sehr emotionaler Moment werden. Der ist noch weiter weg. Das heißt, das Schöne ist, man kann sich halt auch ein Stück weit drauf vorbereiten. Umso weiter man kommt, umso höher die Chancen sind, dann nimmt man auch die Dinge anders wahr. Ist ja nicht absehbar, ob ich jetzt wirklich zum Mars fliegen werde oder nicht. Das hängt von zig Faktoren ab. Das ist dann quasi Glück. Und das heißt, ich schaue dann auch, dass ich mein Leben, wie ich es jetzt lebe, auch so weiterleben kann. Also, dass ich dann mein Studium fortsetze, meine Arbeit fortsetze und auch die Dinge auf der Erde einfach weitertreibe.